Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte NF Marsch V2.2 im LS19. Jo, im letzten Part haben wir ja angefangen, ein bisschen Kühe zu uns, zu unserem Hof zu liefern. Denn ich dachte mir, wir platzieren doch gleich mal einen Kuhstall oder zumindest eine Kuhweide. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterfahren. Wir werden gleich mal nochmal eine Tour holen, denn ich denke mir, das sollte sich doch im Endeffekt lohnen, diese Ausgaben. Und ja, deswegen. Die Helfer sind fleißig dabei am Weitermachen. Und ja, deswegen. Ich denke mal, das sollte laufen. Normalerweise müsste uns gleich noch ein LKW entgegenkommen von uns. Jo, da kommt er schon. Ja, ich fahre mal ein bisschen auf die Seite. Das ist unser Kartoffelmensch. So, vorhin haben wir hier aufgeladen. Ja, ich bin ein bisschen am Vorproduzieren, also nicht wundern. Ich bin ein bisschen am Vorproduzieren wegen Gamescom, wegen Schule etc. etc. Dass halt die Videos auch ein bisschen pünktlich kommen und regelmäßig, und deswegen bin ich ein bisschen am Vorproduzieren. Also nicht wundern, wenn ich nicht auf jeden Kommentar gleich am nächsten Tag eingehen kann, weil jeden Tag pünktlich eine Folge rauszubringen ist, klappt einfach nicht. Das könnt ihr euch selber vorstellen mit, ja, wie soll ich sagen, mit Haushalt, eigenen Sachen, mit anderen Hobbys noch, und ja, ihr wisst es. Deswegen. Was ich noch am Überlegen bin, wir haben ja Kredit. Ob wir da nicht noch irgendwie mal was aufnehmen sollen, wäre ja eigentlich auch noch eine Überlegung wert. Aber ich bin mir eigentlich noch so im Gedanken, man könnte ja auch eher erstmal ein bisschen noch warten mit Kredit, denn so kommen wir ja eigentlich ganz gut um die Runden. Ihr wisst es selbst, ich bin nicht so ein Freund von Kredit, ihr merkt das selber auf das Seehausen. Ich habe dann auch nur noch, ja, Widerspenste, sage ich mal, ein aufgenommen, weil ging halt doch nichts voran, aber bei uns läuft es ja, sage ich mal, hier. Klar nicht so flotti Krawatti, aber doch ganz stetig. So, den kann man zurückgeben. Hat sich gelohnt. Wunderbar. Dann füllen wir Wasser auf gleich mal. Bleiben wir einfach gleich in dem. Das passt schon. Dann können wir gleich die Ballenpresse aktivieren. Ich denke, das Mähwerk sollte die nächsten Minuten fertig sein. Wunderbar. Ich hatte den Dings irgendwie vorne beim Haus platziert. Ich glaube, also wir haben jetzt eine Ehrenrunde gedreht. Hier hatte ich einen platziert. Normalerweise soll das klappen. Ach ja, Deckel auf. Und auch einfüllen. Jo, kostet uns nichts. Sehr schön. Das ist schon mal richtig gut. Jo, du bist fleißig am Tun. Du stehst aber schon wieder im Weg. Ja, sonst mobst der gleich wieder. Oh, ja. Den können wir gleich mal in der nächsten Runde abtanken. Und dann denke ich mal, können wir auch den Anhänger voll wegfahren. Ich glaube, das sollte dann schon fast passen. 80%, jo. Ich denke mal, da kriegen wir noch nicht mal mehr alles rein. Obwohl, komm, wir fahren gleich schon. Bis der da in der Runde ist, können wir das eben ausleeren fahren. Das lohnt nicht, das ewige Warten. Dann machen wir die Hänger schon mal leer. Jetzt mit 80% hier hineiern oder eben noch warten. Schnitzelannahme. Ja. Da müssen wir hin. Bin schon froh, wenn die nächsten Missionen fertig sind. Also muss ich wirklich sagen. Also hoffe ich auch relativ bald, dass die fertig sind. Dass wir wieder ein bisschen Kohle reinkriegen. Ich denke, die Sonnenblumen sind in ihrer Zeit fast fertig. Also
Das sollte laufen. Jo, 70% abgeliefert, sehr schön, also da sind wir schon fast durch mit der Mission. Aber wir ernten natürlich alles, wir nehmen das Geld, was wir dadurch kriegen, natürlich mit. Deswegen. Und so viel ist es ja auch nicht mehr. Ich denke mal, das sollte fast diese Folge fast fertig werden. Und den Rest lasse ich dann offline eben fertig machen und dann haben wir das. Ja, und dann kann es zum Hof zurückgehen. Denn da stehen natürlich die anderen Arbeiten auf unseren eigenen Feldern auch an. Da geht es natürlich weiter mit auch Ernten. Ihr wisst es, Feld 1 ist erntereif. Und deswegen... So, du hast noch eine Runde. Gut, dann können wir... genau. Wir müssen aber 21 mehr den speichern eben. Sehr schön, Feldarbeit. Ja, wir versuchen es jetzt mal mit den Skripten, ob das irgendwie da so hinläuft. Ich habe keinen Zugang auf dem Feld, ich weiß. Scheint zu klappen. Ballenwickler hatten wir noch an. Hier. Na gut, dann läuft das sehr schön. Wunderbar. Dann können wir den gleich mitnehmen. Genau, die Kühe brauchen noch Wasser. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ups, okay. Ja gut, mäht halt den Rest nicht. So, ist fertig. Danke. Jo, hat wunderbar geklappt, sehr schön. Also das gefällt mir. Also wenn die Maschinen so vor sich hin arbeiten, das gefällt mir echt richtig gut. Und da hinten schön brav die Siloballen rauskullern, also. Wir werden halt gucken, immer wieder mal einzusammeln, nicht dass der gleich bei seinen Vorgewendebahnen die Dinger über den Haufen rollt. So, dann mähen wir doch am besten diese am Hof noch. Diese 33 hier. Ich denke, die kann er auch gleich noch mit umsäbeln. Haben wir da einen Kurs hier? Gibt es da was? Hier. Zwei Vorgewände. Klar, läuft. Sehr schön. Wunderbar. LKW. 18.000 Liter Wasser, ich denke, das sollte wohl hinhauen. Das dürfte schon too much sein. Wir gucken gleich mal, wie das ausschaut. Ein paar Silenasche-Ballen müssten wir vielleicht behalten. Wir kriegen hier unten noch ein paar. Dann ein bisschen am Disponieren. Das hier oben, das Gras lagern wir ein. Das ist schön nah am Feld, am Hof, wunderbar. Die anderen Silageballen von Feld 26, die könnten wir bei den Kühen einen Teil reinschmeißen. Weil wir ja auch da was brauchen, einiges brauchen. Mischration, Heu, Silage, Gras. Jo, Gras können wir vollkloppen, Silage kriegen wir. Mischration, ja. Entweder hauen wir das extra rein. Stroh können wir einstreuen, wenn wir Stroh haben. Das sollte auch laufen. Ja, das sollte nochmal laufen. Oh, geht alles rein. Bingo. Machen wir gleich mal auf. Gut, dass wir Seasons nicht mit reingenommen haben, dann können die schon mal nicht verhungern. So, gut. Eine Zapfwelle hat der. Eigentlich könnten wir auch mit dem einsammeln, also das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ups.
halt jetzt eigentlich nicht mit dem Deutz fahren, weil der Deutz ja doch relativ klein ist und für den Ladewagen doch ein bisschen too mini ist. Geht das denn? Hat der denn hinten so eine Kupplung? Oh, das geht. Sehr schön. Jo. Läuft. Wunderbar. Gut. Dafür habe ich mir den Tatra eigentlich auch gedacht, weil das ist ja eigentlich relativ universell einsetzbar. Wie schaut das bei dem... Ja, okay. Naja. Ich denke, das wird gleich wieder Malheur geben. So relativ freizügig hier rumstehst. Jo, der sollte auch relativ bald fertig sein. Wie schaut es denn generell aus, Gruppern? Jo, das machen wir gleich. Ernten. Sind wir auch fast fertig. Sehr schön. Da ernten sind wir bei 50%, also das läuft auch. Ja, du machst. Das Gras einsammeln werden wir selber machen, weil ein bisschen selber was wollen wir ja auch noch haben zum Tun. Ich weiß, ist nicht ganz realistisch, aber ich sage mir, die Funktionalität tut's und deswegen, das läuft auf jeden Fall so. Dü. Der mäht auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall aufpassen mit den Kurven, dass man nicht zu viel liegen lässt. Mit der gelenkten Achse von dem LKW ist das doch ein bisschen schwierig. Weil halt im Schlepper ja nur eine gelenkte Achse hast. Und mit dem Kollegen hast du ja zwei sozusagen. Aber das kriegen wir auch hin. Danach müssen wir die Wiesen düngen. Ganz wichtig. Kalken, glaube ich, soweit ich weiß auch. Dieses Feld auf jeden Fall. Ja. Das muss auf jeden Fall dann gemacht werden, dass wieder vernünftiger Ertrag runterkommt. Der fährt rückwärts, dann können wir hier wohl dran vorbeiziehen. Gucken, wie viel Gras überhaupt reinpasst bei denen. Vielleicht muss ja nicht das ganze Feld rein. Mal gucken. Wir werden mal gleich mal sehen, wenn wir einen ganzen Ladewagen reinkippen. So ein bisschen am Hoffen bin ich ja natürlich, dass nicht alles reingeht. Ist natürlich unser bares Geld, was wir in die Silage beiden kloppen können. Notfalls müssen wir mal gucken. Was ich mir schon gedacht habe, ob wir uns nicht so eine kleine Heutrocken auf den Hof setzen. Da gibt es ja eine mit Global Company auch. Könnte man vielleicht ja sogar mal machen. Also es wäre eine Überlegung wert, dann könnte man Gras hier so einfahren, in die Trocknung reinhauen und fertig. Was ich nicht weiß, ob Global Company plus CP läuft, das hatte ich bei Gaki gesehen, dass das da noch nicht so wirklich läuft, aber mal gucken, vielleicht kommt die nächste Version heraus oder ihr wisst vielleicht sogar was. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Jo, voll, wunderbar, sehr schön, Attacke. Nun gucken wir mal, wie das läuft da drin. Wenn die schon mal Gras haben und dann irgendwann eingestreut werden. Water Store. So, müssen wir hier rüber. Mach dein Ding noch mal leer hier. So viel kann da nicht drinnen sein. Zack. Wo fährt er jetzt hin? Fahre hinter Drescher, musst du nicht.
Bleib doch irgendwo stehen. Hallo. Zwar wahrscheinlich der Drescher nicht ganz auf, oder der Dingenbumm nicht ganz auf Null. Okay. Naja, dann soll er denn, ja. Jetzt hat er es auch geschnallt, sehr schön, danke. Bisschen mehr. Oh, Lohndienstleistung, Feld 14 abgeschlossen. Das ist natürlich, hört man sehr gerne. Zaka, Wuscha, Dralala. Weg hier. Wir machen nicht mehr als muss. Sehr schön, geil, läuft. Da haben wir schon wieder 6000 verdient. Juhu, dann fahren wir den gleich mal rüber auf Feld 18. Das ist ja nicht mehr ganz so groß. Geil, das lief jetzt. Also das lief ohne echt Probleme, ohne nix. Top. Das gibt dann wieder so richtige, sag ich mal, ja, Aufwärtsgefühle, wenn man einfach sieht, jo, es läuft voran, es kommt was rein, es läuft einfach. Wenn es dann nur Probleme gäbe oder so, dann denkt man sich, warum mache ich das, warum und weshalb und ja. Ich weiß, CP ist eine coole Sache, läuft nicht immer toll. Ich kenne mich da wahrscheinlich auch einen Ticken noch zu wenig aus, aber ich lerne ja auch immer wieder dazu, muss ich ja auch dazu sagen. Ich möchte das ja auch immer wieder dazu lernen, was. Und deswegen. Wenn ich so an früher denke, an wenn ich so denke an LS17 Zeiten, da habe ich mich noch nicht so wirklich dran getraut, meinen Drescher abtanken zu lassen. Aber das läuft ja jetzt. So. Fahren wir mal hinter die BGA. Jo, das kleine Minifeld nehmen wir auch gleich noch oben. Ist das mir nämlich für dieses Mal durch. Felderball, Kursgenerierung. Das ist die Nummer 18. Zwei Vorgewinde, Born. Sollte mal. Ja, mach mal 16 Meter, hätten wir 32 Meter, aber machen wir. Ist mir lieber so, bevor es dann wieder gleich heißt, Schlepper steckt im Verkehr fest oder weiß da gar nicht was. So. Jo, gut, du bist am Ballerino machen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ah ja. Da war was. Ah, ja, wie schaut's damit aus? Oh, ja, cool. Dann haben wir nochmal einen Ladewagen rein und dann läuft das. Sehr schön, geil. Schaut auf jeden Fall mega aus, sag ich mal, Ding. Schaut halt so ein bisschen Amerika-Style aus, aber mein Gott. Und spart's, glaube ich, um einiges Geld, wenn wir für 10.000 so ein Ding dahinstellen können. So hätten wir 90.000 schon allein nur für den Stall ausgegeben. So haben wir für Kühe, Stall schon nur 90 ausgegeben, soweit ich weiß. Ich glaube 35 sind 70, sind 80.000, gut, haben wir noch 10.000 eingespart, dann den Viehanhänger noch dazu. Jo, also da haben wir uns echt einiges gespart, oder? Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Und ja, ich würde mich echt freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da, lasst gerne ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.